Ich habe das Gefühl, dass wir die geborenen Kämpfer sind. Die Armenier waren schon immer ein kämpferisches Volk. Es ist ein ganz kleines Land und bis jetzt existiert das Land. Und nicht mal ein Völkermord konnte die Armenier aufhalten. Und die Armenier leben immer noch und kämpfen immer noch. Und wir kämpfen im Ring. Ich heiße Artem Harutyunyan, ich bin 30 Jahre alt, aufgewachsen in Hamburg, geboren in Armenien und ich bin Profiboxer. Ich bin Robert Harutyunyan, der ein Jahr ältere Bruder von Artem, 31 Jahre alt, 10 Jahre mit Artem zusammen die deutsche Nationalmannschaft geboxt, gemeinsam mit unseren Eltern 1991 nach Hamburg gekommen und hier aufgewachsen. Unsere Familie ist damals aus Armenien hergeflüchtet. Wir haben lange Zeit in Flüchtlingslagern gelebt. Genauer genommen waren wir im ersten Jahr sogar hier am Hamburger Hafen in Containerschiffen. Das war die erste Unterkunft, ein Schiff, ein Containerschiff, wo halt Flüchtlinge oder Auswanderer halt da untergebracht waren. Unter schweren Bedingungen da gelebt, circa ein Jahr. Anschließend in ein Asylheim gewechselt, 6 Jahre dort gelebt. Und ja, so wie es unsere Eltern gesagt haben, beschreiben, war das eine sehr schwierige Zeit. Aber wir als Kinder zu der Zeit haben das nicht mitbekommen. Wir haben da als Kinder eigentlich nur Spielen im Kopf gehabt. Aber ich erinnere mich noch von einem Kumpel, der Onkel hatte da irgendeine Auseinandersetzung. Woran ich mich erinnere, ist, dass er blutend durch Gebäude, also im Flur gezogen wurde. Und am Ende hat sich herausgestellt, er wurde mit einem Messer angegriffen, also wurde abgestochen. Und das hat man als Kind nicht verstanden. Aber jetzt, wenn man älter wird, realisiert man, wie es wirklich tatsächlich ist. Das sind auch Bilder, die im Kopf bleiben, die man nicht vergisst. Hier haben wir 6 Jahre gelebt. Wir haben nur gewartet, ne, was da weiterkommt. Aber war alles ruhig und so. Aber ich war ein bisschen ungeduldig. Ich wollte arbeiten, ich wollte das. Und na ja, musste ich warten. Aber mit Kindern konnte ich nicht Geduld haben. Die waren 5, Artem war 5, Robert 6. Ich wollte schon zum Sport bringen. Ja, ich hatte selber Sport gemacht, Traum gehabt, aber ich habe nicht geschafft. Mein Traum, das waren andere Zeiten. Da habe ich gesagt, wenn ich das nicht geschafft habe, dann muss ich mir so machen, dass meine Jungs schaffen das. Das war ein Ziel vor mir. Von da an sind wir dann irgendwann in die Schanze umgezogen. Und die Jugend haben wir in Sternschanze verbracht. Das ist unsere Straße gewesen. Da musste man sich schon behaupten. In meiner Klasse hatte ich grob geschätzt vielleicht nur 1 oder 2 Deutsche in der Klasse. Und der Rest waren Türken, Kurden, Araber, ein paar Russen und dann wir Armenier. Aber das Besondere war, wir waren immer zu zweit. Und wir waren nicht unterzukriegen. Wir legen sehr viel Wert auf Respekt, Ehre und dass man zu seinem Wort steht. In unserer Schule oder in unserer Jugend mussten wir unser Respekt auch manchmal verschaffen. Und viele aus der Familie sagen auch, dass ich oder dass wir unser Hobby zum Beruf gemacht haben. Wir waren gezwungen halt, uns zu verteidigen, sagen wir mal. Die Situation hat es so gegeben. Wir waren kurz davor, auf die schiefe Bahn zu geraten, aber unser Vater war dann da und hat uns zur richtigen Zeit da rausgeholt. Unsere Freunde von damals haben viele krumme Dinger gedreht, Fahrräder geklaut, unschuldige Menschen oder Kinder geschlagen. Und das haben wir frühzeitig erkannt. Wir haben erkannt, nee, das ist falsch. Das wird uns aus der Bahn kicken. Das ist nicht richtig. Wir müssen uns davon fernhalten.
Und ich denke mal, mit 16, 17 war dann unser Alter, wo wir entschieden haben, nein, wir bleiben auf dem sportlichen Weg. Zum Kampfsport sind wir durch unser Papa gekommen. Unser Vater hatte eine Karateschule in Armenien beim Militär, hat da Karateunterricht gegeben. Und er war auch schon immer ein Fan von Kampfsport, von Bruce Lee und Jackie Chan und keine Ahnung, Jean-Claude Van Damme. Angefangen haben wir mit Taekwondo. Mit 6. Mit 6 angefangen? Ja, wir waren 6 Jahre alt. Dann hat unser Vater entschieden, uns zum Boxen zu bringen. Warum zum Boxen? Damit wir einen Vorteil gegenüber den anderen Taekwondo-Kämpfern haben. Weil Taekwondo besteht hauptsächlich aus Beinarbeit und die Hände sind schwach. Das war der Grund. Und dann haben wir uns voll und ganz aufs Boxen konzentriert. Dann sind wir halt in die deutsche Nationalmannschaft auch gekommen. Und so hat sich unser Weg dann geöffnet. Wir sind halt den Weg gemeinsam gegangen, von klein auf. Das ist auch eine Sache der Erziehung. Unsere Eltern haben uns sehr gut erzogen. Wir sind unseren Eltern dankbar für alles, was die für uns gemacht haben, was sie uns gegeben haben. Für uns gibt es kein Ich oder Du, es ist ein Wir. Mein Bruder und ich, wir sind unzertrennlich. Wir machen alles gemeinsam. Es gibt nichts, was wir getrennt machen. Als kleine Kinder haben wir sogar dieselben Klamotten angezogen. Alle dachten, wir sind Zwillinge, obwohl er ein Jahr älter ist als ich. Ich würde sagen, jetzt sehen wir auch ziemlich gleich aus. Ja, da fahren wir, aber wir haben uns nicht mehr abgesprochen. Die beiden Jungs, ich will, dass die immer zusammenbleiben. Das war nur mein Wunsch. Das war möglich. Mit Gottes Hilfe, mit wie kann ich nicht sagen. Aber am Anfang an, die waren zusammen. Olympiastützpunkten waren zusammen. Weltmeisterschaften waren zusammen, nicht getrennt, sogar Olympische Spiele waren zusammen dahin in Brasilien. Ich kann nicht mit Worten erzählen, wie glücklich war ich. Am Anfang, 5 Jahre alt bis jetzt 30 Jahre, trotzdem immer noch zusammen. In einem Universum jetzt. Auch zusammen. Bring the drugs, baby, I can bring my pain. I got my heart right here. I got my scars right here. Wir sind unzertrennlich, wir machen alles gemeinsam. Die Schule haben wir gemeinsam gemacht. Selbe Schule, selbe Sportart. Taekwondo, Boxen. Wir sagen auch immer, wenn wir einen Gegner haben, dass der Gegner nicht nur in meine Augen schaut, sondern auch in Roberts Augen. Also wir sind immer zu zweit. Genauso auch andersrum. Wir haben dann sehr viele internationale Erfolge erzielen können, wie zum Beispiel 2015, als ich hier in Hamburg Weltmeister wurde. Das war echt eine besondere Zeit für mich. Das war ein ausschlaggebender Moment für mich, weil ich mich durch die Weltmeisterschaft für die Olympischen Spiele qualifiziert habe. Und im Anschluss ging es dann nach Brasilien, Rio, zu den Olympischen Spielen. Und bei den Olympischen Spielen habe ich dann die Bronzemedaille für Deutschland gewonnen. That's how we already know when it's here. My dog will probably do it for Louis Bell. That's just all he know, he don't know nothing else. I tried to show him. Meine Kinder waren so klein, ich habe immer erzählt, die Jungs, wir müssen in diesem Land irgendwas tun, ne? Was Gutes. Kleines Stück sogar zurückgeben können. Und das haben wir geschafft. Gott sei Dank. Atem hat für Deutschland olympische Medaille geholt. Ich war sehr stolz. Ich dachte, Gott, das heißt, wir haben ein kleines Stück irgendwas für Deutschland Gutes getan. Wir sind stolz darauf, Armenier zu sein. Aber wir sind auch Deutschland sehr dankbar, halt, dass Deutschland bzw. dann auch Hamburg uns die Möglichkeit gegeben hat, uns frei auszuüben in dem, was wir machen. Und Deutschland hat uns zu dem gemacht, was wir sind. Deutschland hat uns die Türen geöffnet und uns die Möglichkeiten gegeben. Die Vorbereitung auf einen Boxkampf ist sehr hart. Also, dazu gehört echt viel Mumm, echt viel Biss. Es geht nicht nur um die Vorbereitung, sondern der Gedanke, in den Ring zu steigen, dass man einen Gegner vor sich hat oder haben wird, der einen schlagen will. Nicht nur sportlich gesehen, sondern wortwörtlich.
Er hat die Bandagen gewickelt, die Handschuhe fest zugeschnürt und möchte einen schlagen. Und darauf muss man vorbereitet sein. Kann versuchen, alles geben. Wir trainieren jeden Tag, zweimal am Tag, vergießen Schweiß, Blut und Tränen, nur für den einen Augenblick, um in den Ring zu steigen und zu siegen, als Sieger aus dem Ring zu steigen. Es gibt immer einen, der härter trainiert, der mehr Leistung bringen kann. Deswegen muss man umso härter trainieren. Deswegen sind wir auch immer vor der Schule. Um 5 Uhr morgens sind wir aufgestanden, egal ob es geregnet hat, ob es geschneit hat oder ob die Sonne schien. Wir sind morgens immer aufgestanden, vor der Schule, sind eine Stunde joggen gegangen. Vor jedem Kampf ist das fast so, dass man morgens aufsteht und Kopfschmerzen hat. Man hat Kopfschmerzen, die ganze Nacht irgendwie nicht geschlafen. Die ganze Zeit überlegt man auch so, ich habe irgendwie keinen Bock auf den Kampf. Weiß ich nicht, heute fühle ich mich nicht gut. Aber dann muss man sich wirklich motivieren. Mama, I told you we gon' be okay. Whippin' the Benz, she live in L.A. Tryna thank God, but don't know what to say. Lot of square footers where DDG stay. Martin in August, I'm moving in May. Hop out the forums and black is my race. No, it's not raining, it's facts in the pain. Niemals ans Verlieren denken. Immer sich den Sieg vorstellen. Und sich vorstellen, dass man als Gewinner rausgeht. Dass die Hand, eigene Hand, nach oben gerichtet wird. Und mit der Einstellung muss man dann sich auf den Kampf vorbereiten, in den Ring steigen und es kommt, wie es kommt. Es gibt keinen Ausweg. Viele nehmen die Ausrede halt, heute ist nicht mein Tag. Dann sage ich, mach das zu deinem Tag. Das gibt es, es ist nur eine Ausrede. Du bist selber verantwortlich für das, was du machst. Letztendlich stehst du alleine im Ring. Deshalb fokussier dich, motivier dich und vergiss nicht, wofür du kämpfst. Jeder kämpft für etwas. Jeder nimmt sich die Motivation. Für uns ist es unser Werdegang, wie unsere Eltern mit uns hierher gekommen sind. Das nehmen wir als Motivation. Es zurückzugeben, etwas zu schaffen, dass der Weg, den unsere Eltern eingeschlagen haben, hierher gekommen sind, für uns, für eine bessere Perspektive, für eine Zukunft, dass das nicht umsonst ist.